Liebe Aachenerinnen und Aachener, willkommen bei Büchelive. Büchelive ist eine Talkshow, in der Frauke Burgdorf mit Gästen darüber spricht, was hier entstehen soll. Das Parkhaus, seit heute geschlossen, wird abgerissen, ein neues Stück Stadt entsteht. Wie kann das aussehen? Was braucht der Büchel? Darüber wird diskutiert, heute in der Gaststätte am Büchel bei Familie Solgi zu Gast. Viel Spaß bei Büchelive. Junebug in a Jar sagt uns, mit welcher Stimmung wir in dieses Gespräch einsteigen, nämlich mit viel Kraft und mit viel Kreativität. Und ich habe zwei gegenüber, die das für mich beide vermitteln, von denen ich Geschichten gehört habe und unglaublich froh bin, dass ich heute mit ihnen sprechen kann. Das ist einmal Tim Beresheim, er ist Künstler, Musiker, kommt aus der Region Aachen ansässig, und Anna Suess, Künstlerin, Kuratorin, Atelierhaus Aachen. Zwei kreative Köpfe, die sich jetzt hier im Büchel, am Büchel befinden, in der Kneipe im Büchel. Und wir wollen über das Parkhaus reden. Es geht jetzt erstmal, heute ist es geschlossen worden, es geht erstmal darum, einen Abschied zu organisieren. Ein Stück Stadt muss entstehen, aber es braucht Platz, dafür müssen wir ein Parkhaus abreißen. Dieser Abschied, Tim Beresheim, von etwas. Ist das ein kreativer Prozess? Muss man da eigentlich jetzt trauern oder soll man sich freuen? Ich glaube, man kann den kreativ gestalten. Also Abschied nehmen gibt es ja auch oft in der Kunst, wenn der Wechsel von Moderne in neue Systeme passiert. Und das heißt, die Kunst ist da ja ständig mit beschäftigt. Deswegen ist die ein probates Mittel, um Modellcharakter zu haben und sowas auch zu begleiten, glaube ich. Ja. Nochmal kurz nachgehakt, von was verabschiedet sich hier Aachen eigentlich? Ach ja, ich glaube, das hat die Gemüter ja von jeher gespalten. Ne? Also einmal von einem liebgewonnenen Ort und einmal von einem Ort, den man von Anfang an irgendwie zu gewagt fand, glaube ich, wo die ästhetische Fallhöhe so hoch war, dass die Leute gesagt haben, das passt mir nicht. Und deswegen wird man da wahrscheinlich zwei Lager haben. Man trennt sich von etwas, was man verwissen wird, und man trennt sich von etwas, wo man sich auch direkt schon aufs Neue freut. Ne? Okay. Frau Suess, Abschied nehmen vom Parkhaus. 1986 sollte das Parkhaus das erste Mal geschlossen werden. Waren Sie da schon geboren? Nein. Was verbinden Sie auch aus einer kreativ-ästhetischen Perspektive mit diesem Haus? Ach, das war, ehrlich gesagt, kreativ-ästhetisch habe ich mich wenig damit beschäftigt. Das war ja hauptsächlich funktional. Ne? Das war das Parkhaus in der Innenstadt. Und ich erinnere mich, dass das vor ein paar Jahren schon losging. Also, dass das eben auch viel diskutiert wurde, dass dann ja auch Ausschreibungen stattfanden und so weiter. Da hat man sich damit beschäftigt, aber ich finde gut, dass jetzt auch nochmal das so ein bisschen von neu aufgerollt wird. Sie arbeiten ja im Atelierhaus, beziehungsweise organisieren das mit. Diese Innenstadt hier, dieser Teil von Innenstadt, also Kaiserbad bis Kaiserplatz, hat ja einen ganz besonderen Charme, ist eher die urbane Seite der Stadt. Was diskutieren Sie darüber? Wie wird darüber gesprochen? Empfinden Sie hier möglichen Aufbruch für Zukunft? Ja, unbedingt. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, das wird ja auch viel, wirklich viel diskutiert auf allen möglichen Plattformen, auch im Internet, dass wir ein Problem haben, dass die Innenstadt eben teilweise starken Leerstand hat, dass sie neu belebt werden muss. Und ich glaube, da ist jetzt aber auch ganz viel Energie im Moment, die sich sammelt, die sich bündelt und die loslegen möchte. Also ich glaube, da ist unheimlich viel nötig, aber ich glaube, dass da auch viel möglich ist. Tim Beresheim, diese Leerstellen in der Stadt, ne? Da sind ja große Strukturen, das ist ja nicht nur das Parkhaus, die man ja als sehr bedrohlich empfinden kann, die man aber auch als Möglichkeit sehen kann. Wie gucken Sie auf dieses Stück von Aachen? Ich glaube, dass das ein wichtiger neuralgischer Punkt ist, dass wenn man den jetzt gut erschließt, dass von da aus dann auch die anderen problematischen Stellen, Leerstände und Straßen, die sonst nicht so erlebbar waren, dass sie sich durch hier dann, wenn das hier neu ein Zentrum wird, neu erschließen lassen können. Das heißt, ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, von dem aus dann auch mehr Stadt erfahrbar und mehr Zusammengehörigkeit und Gefüge dann erlebbar werden kann. Ne? Der ein oder andere Aachener rümpft ja die Nase, wenn er Bushof, Büchel hört, ne? Also hat auch Gerüche in Erinnerung, die nicht besonders fein sind. Und es gibt durchaus auch Menschen, die, sagen wir mal, ihre Kinder hier nicht so gerne spielen lassen, auch wegen der Nähe zur Antoniusstraße. Braucht eine Großstadt so einen rauen Ort? Ich würde ihn vermissen, wenn er nicht mehr da wäre. Ne? Also da ich ja vor 82 geboren bin, 75 nämlich, hat man noch subkulturell ja noch viel mitbekommen, ne? Also wie Jugend sich auch Stadt eigen gemacht hat. Und ich finde, so ein Ort erinnert nicht nur daran, sondern hat auch noch diese ganze Grittiness, und die eine Stadt für mich auch lebenswert macht. Also, sehen Sie das genauso? Ja, es bietet vor allen Dingen eben auch viel Fläche, sich auszuprobieren und was zu machen.
auf Grundlage dieser Grittiness Brache, aber auch Abgenutztes, fördert ja unheimlich Kreativität. Also ne, wir verbinden viel mit alten Gebäuden, mit Verfall überhaupt. Aber ich glaube, es ist auch total wichtig, dass es eben diese etwas schmutzigeren Seiten der Stadt gibt, damit man sich da auch ausprobieren darf, damit man da auch sich einbringen darf und nicht alles immer auf Hochglanz, wo man irgendwie Angst hat, sich hinzusetzen, weil man vielleicht irgendwie was an der Hose haben könnte, also vorher und dann hinterlässt. Und wenn wir jetzt an die Zukunft dieses Gebietes denken, ne? Jetzt ist es rau, vielleicht auch sogar verwahrlost, ne? Also da ist ja der Grat wahrscheinlich überschritten zum Anregenden so, und jetzt bauen wir da etwas Neues. Was darf nicht passieren? Es darf nicht zu fertig sein. Ich glaube, es muss Raum bieten, dass sich Aachener und Aachenerinnen, aber vielleicht tatsächlich auch Besucher und Besucherinnen von außerhalb doch noch irgendwie da einbringen können, ausleben können, was Eigenes reinprojizieren können. Ich glaube, damit würde man eben diesen Zustand, wie er jetzt ist, in was Neues bringen, also übertragen, eben dieses, dass man das nutzen kann, dass man es noch verändern kann. Wie sehen Sie das genauso? Ich würde es dann genauso, aber nur etwas anders formulieren. Es darf nicht eine Exklusivität stattfinden, eine wie auch immer geartete, also exklusiv das eine Thema behandelt oder exklusiv das andere, sondern möglichst vielfältige Blicke auf die Stadt ermöglichen, dadurch, dass hier möglichst Vielfältiges passiert einfach auch. Sollen denn auch Räume für Kunst entstehen? Und mal ganz banal die Frage, wenn wir hier Räume für Kunst entwickeln, also seien es nun Ateliers oder seien es Galerieräume oder vielleicht auch was ganz, ganz anderes. Also an was müssen wir denken, wenn wir über Räume für Kunst denken? Und gibt es da überhaupt ein Interesse? Gibt es nicht schon genug? Frau Suess, Sie haben das Atelierhaus da. Ja, ich glaube, es gibt nie genug. Ich glaube, freie Räume für Kunst, in denen auch wirklich Freiheit stattfindet, die man nicht zu sehr beschränkt, die man offen genug hält, damit dann wirklich was Neues daraus entstehen kann, damit das eben auch nicht zu sehr kommerzialisiert wird. Das ist ganz wichtig. Also ich stelle mir das so vor, ich würde mir das wünschen, ja. Okay. Auch? Ich stelle mir das auch so öffentlich wie möglich vor, also dass die Kunst dadurch, dass die Welt im Wandel ist, die Stadt im Wandel ist, die Kunst im Wandel ist, braucht man mehr Öffentlichkeit denn je und je niedrigschwelliger denn je, damit man die Menschen nicht verliert an andere Themen, die sie natürlich dringlich umtreiben, aber man darf die Kunst da jetzt nicht vergessen. Okay, aber man darf sie auch nicht in einzelne Räume einsperren, wofür man Schlüssel braucht, in die man reingehen kann. Ne? Das wird natürlich wirklich interessant werden, wie wir sozusagen Kunst und Architektur unmittelbar vielleicht auch wirken lassen und gar nicht so in einzelnen Schuhschachteln denken an dieser Stelle. Ich rufe Ihnen jetzt drei Begriffe zu und Sie dürfen sich einen aussuchen, der zu der Zukunft von diesem Projekt passt. Ja? Ich habe im Angebot in der ersten Runde schrill, nett, elegant. Schrill. Wir müssen uns aussuchen zwischen den drei. Ja. Boah. Wir dürfen aber noch einen neuen Begriff erfinden. Ja. Boah, das ist jetzt schwierig für mich. Das ist so schwierig. Jetzt muss ich mich festlegen, ne? Ja, genau, jetzt muss er sich festlegen. Ich bin eher für nett dann auch. Dann für nett? Dann bin ich für nett, ja. Okay. Die nächsten drei Begriffe, das erste wäre Sound, Krach, Orchester. Alles ist Sound, aber dann Sound. Sound? Also, ja, weil es vieles ist. Orchester. Orchester? Mhm. Okay, alles klar. Wir nehmen diese Begriffe, wir samplen sie, wir machen daraus irgendwie etwas Neues und danken erstmal ganz herzlich, also ich danke ganz herzlich dafür, dass Sie mit uns gesprochen haben über die Zukunft am Bücheln und bin gespannt, wie wir die Kreativität, die Kunst und das schrille Denken dort einbringen können. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Und jetzt hören wir noch einmal Junebug in the Jar mit einem neuen Instrument. Whoa.
Your